Hallo Borg, Heide, hallo Belt, da bin ich wieder, euer Lutze, an einem Montag wie immer, aber an einem stürmischen Herbstmontag. Ja, der Sommer ist nun vorbei, Regen hat uns eingeholt, Sturm, den ersten Herbststurm haben wir fast hinter uns. Und wie man hier sehen kann, auch Pilze gibt es mittlerweile im Wald. Ja, der ist gar nicht mal so klein, aber man findet schon ab und zu doch essbare Pilze wieder. Und es ist auch nicht mehr lange hin. In knapp einer Woche beginnt die Ferienzeit. Ich denke mal schon ein bisschen früher, weil am Donnerstag ist ja Feiertag. Und dazwischen gibt es einen unterrichtsfreien Tag, sodass eigentlich schon Mittwoch der letzte Schultag ist und dann fast 2,5 Wochen Ferien sind. Herbstferien natürlich. Jo, was war gewesen? Als erstes habe ich hier einen Beitrag von Matze. Da gab es einen Einsatz der DLRG, SEG und natürlich auch Schrottsammeln der Feuerwehr. Matze war mit der Kamera dabei. Ja, wieder war es Wochenende und von wegen, hier ist nichts los, denn in Borgheide war zuerst mal die Schrottsammlung der Feuerwehr. Samstag früh ging es los, pünktlich 9 Uhr mit der Sirene. Na, die haben schon ein bisschen eher angefangen, aber die Sirene war nicht der Startschuss für die Schrottaktion. Apropos Schrottaktion, die ganzen Schrottverkäufe dieser Aktion kommen der Jugendfeuerwehr Borgheide zugute, die davon auch wieder ein gemeinschaftliches Event im November bezahlen können. Ganz tolle Sache. Danke an die Helfer, danke an die Erwachsenen, danke für die Jugendausbildung an Daniel und René. Macht weiter so, ist eine ganz tolle Sache, denn hier brauchen wir Feuerwehrleute. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Es wird hier nicht besser. Gerade mit den Waldbränden der Region, da seid ihr für uns die, die uns hier den Hintern retten. Herzlichen Dank dafür. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite Gruppe hier im Ort, die SEG, der DLRG-Ortsgruppe. Und das war nämlich der Hauptauslöser dieser Sirene. Denn Großübung, Einsatz für die SEG zu einer Großübung in der Nähe von Lenin, und zwar auf dem Truppenübungsplatz. Ich durfte nicht hin, dumm gelaufen, ich habe es versucht, aber hört selbst. Es ist Samstag und der ein oder andere wird es heute Morgen gehört haben, die Sirene ging um 9, kurz nach 9 los. Und Hintergrund war, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark, wenn ich das so richtig verstehe, eine Katastrophenschutzübung ausgerufen hat. Ja. Enrico, Feuerwehr ist ausgerückt, haben wir gesehen, die ist Richtung Busendorf gefahren. Was war heute los? Gut, es wurde im Truppenübungsplatzgelände ein Busunfall simuliert mit einem PKW, wobei mehrere Verletzte waren. Gesagt wurden, sind 20 Verletzte, zum Teil Schwerstverletzte, und dadurch wurde in der Übung ein MAMF groß aufgerufen. Das heißt, ein Massenanfall an Verletzter. Und somit ist unsere SEG-Gruppe, die wir ja in Borgheide auch haben, auch mit auf den Plan gerufen gewesen, und wir waren mit 5 Kameraden an der Übung beteiligt. Genau, alle 5 hier zu sehen, und ich habe sie auch gerade eingeblendet. Natürlich habe ich versucht, mich da auch reinzumogeln, aber die Verwaltung des Truppenübungsplatzes hat leider keine Vertreter der Presse dort hineingelassen. Ja, versuchen kann man es ja mal. Annette, du bist eigentlich hier die Jüngste in der SEG-Truppe? Nein, das stimmt nicht. Nein. Ja, Madame, neben mir, sieh mal. Nein, das meine ich jetzt ein bisschen anders. Du bist die, die am letzten zu der Truppe hinzugestoßen ist. Okay. Quasi sozusagen das Küken in der Truppe. Aufgeregt heute. Wie war es vor Ort? Vor Ort immer noch aufgeregt. Heute früh, ja, die Nacht war sehr kurz. Ja, war nicht viel an Schlaf zu denken. Aber irgendwie hast du dann doch dein Tun gehabt und dann hast du nicht mehr drüber nachgedacht. Das heißt, die Aufregung verschwand dann etwas. Keine Ahnung. Ja, kann schon sein. Keine Ahnung, ja. Also war sie weg. Irgendwie war das dann. Ja, und da gab es schon eine Auswertung zu dem ganzen Event heute dort vor Ort. Wie ist es gelaufen? Hat alles funktioniert? Was kann man besser machen? Es gab eine kurze Anfrage von unserem Einheitsführer, den Eddie, und ob jetzt irgendwo gravierende Sachen von uns festgestellt wurden, die gleich zur Sprache gebracht werden. Ansonsten ist eigentlich üblich, dass man 2, 3, 4, 5 Tage vergehen lässt und dass sich die Obrigkeit dann zusammensetzt und diese ganze Übung durchdiskutiert, und dort wird auf Negatives und Positives hingewiesen. Und dann wird es irgendwann eine Auswertung bis in die untersten Glieder geben. Und ich denke mal, dass wir dann auch Bescheid kriegen, was bei uns nicht so toll gelaufen ist. Ich nehme mal an, ich hoffe mal, dass wir alles super gemacht haben.
Sehr schön. Ist jetzt die SEG, ne? Die SEG, die schnelle Eingreifgruppe, ja. Schnelle Eingreifgruppe, Gruppe, hier? Gruppe, SEG, genau, hier in Burgheide stationiert. Das Auto steht immer noch in Altburg, aber vielleicht haben wir ja irgendwann die Chance, das alles komplett hier nach Burgheide umzuziehen. Ich denke mal, alle sitzen da an den Hebeln und versuchen das Möglichste zu tun. Hoffen wir, dass es klappt. Dankeschön euch. Mal was sagen? Ja, sag mal was. Es ist ein positiver Trend, würde ich sagen. Mit der Gemeinde waren jetzt auch konstruktive Gespräche, auch mit einzelnen Personen, worüber ich sehr dankbar bin. Ich denke, wir sind da gemeinsam auf einem guten Weg. Ein Dankeschön von der Stelle aus. Sehr schön. Also hoffen wir das Beste für den Umzug der SEG mit dem Fahrzeug auch direkt nach Burgheide. Tschüss von hier. Ja, schön, Matze, dass du Zeit hattest. Ich war natürlich wieder anders unterwegs. Ich musste nach Ketzin und privaten Verpflichtungen nachgehen. Ja, passiert nun mal. Aber dafür haben wir unseren Matze, der kann das dann mal machen. Dann habe ich noch eine Information, die ich hier mal loswerden muss. Die DLRG-Ortsgruppe Burgheide bedankt sich nämlich ganz, ganz herzlich bei unserem Gemeindevertreter Mario Jantur. Der sponsert nämlich mit seinen Sitzungsgeldern unter anderem die DLRG und hat denen für ihren Weihnachtsmarkt, also eine Sachspende für den Weihnachtsmarkt gegeben, sodass sie dort ihre Veranstaltung mit durchführen können. Und er unterstützt auch mit seinen Sitzungsgeldern andere Vereine, so er denn kann. Vielen Dank dafür. Das ist natürlich ein feiner Zug und ja, ein Ansporn auch. Ne? Da hat man natürlich den Zugang auch zu dem, was hier in Burgheide so los ist. Ja, unter anderem war natürlich auch los am Samstag, vom Schrottsammeln mal abgesehen und vom Einsatz der SEG, war auch Oktoberfest in Burgheide. Ist ja Herbst, da gibt es natürlich auch Oktoberfest. Es gab Bier und Brezeln und so andere Leckereien und natürlich wurde auch ein bisschen das Tanzbein geschwungen, wie man hier sehen kann. Also der Stimmung hat das keinen Abbruch getan. Es war mächtig warm im Zelt und so circa 50 Tanzwütige, vielleicht ein paar mehr, haben sich aufgemacht und im Waldbad dem Oktober seinen Tribut gezollt. Jo, Schwimmen im Waldbad ist nicht mehr. Die Saunazeit hat begonnen. Es wird also kalt, langsam kalt, kühler auf jeden Fall. Und wer saunieren möchte, natürlich nur Mitglieder vom Verein, hat dazu wieder die Gelegenheit. Und wir warten aufs Anbaden. Das ist ja auch nicht mehr so lange hin. Das nächste Anbaden findet ja schon Anfang Januar statt mit dem Eisbaden. Vorher mal noch den Weihnachtsmarkt. Ihr merkt, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Außer noch eins, und zwar das Saisonende des Hans-Grade-Museums steht nämlich auch ins Haus, habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen. Und zwar ist es am 3.10., da ist der letzte Öffnungstag für 2019 im Museum des Hans-Grade. So, jo, Sport haben wir nicht, bleibt mir nur noch eins. Matze, bleibt das Wetter so oder kriegen wir nochmal richtig Wärme? Ja, hallo, zum Schluss kommen wir noch kurz zum Wetter. Es hat ja doch ein wenig gestürmt, glücklicherweise nicht so doll, wie wir es erwartet hätten. Trotzdem durfte auch die Feuerwehr wieder raus. Da war noch ein kleiner Baum wegzusägen, den es dann doch noch umgehauen hat. Und der Regen wird uns übrigens die Woche noch begleiten, auch am Dienstag bis in den Mittwoch rein. Der Dienstag wird mit 17 Grad, circa 18 Grad, noch der wärmste Tag der Woche gegen. Donnerstag, Freitag sind die Tagestemperaturen doch noch maximal um die 13, 14 Grad zu erwarten. Durch die Wolken wird es nachts noch nicht ganz so kalt, aber auch im einstelligen Bereich durchaus möglich. Somit wieder einmal kommt gut durch die wechselhafte Herbstwoche. Bis nächste Woche. Ciao. Ja, ihr habt es gehört. Es wird nicht mehr wärmer. Wir werden uns wohl auf den Herbst so richtig schön einrichten müssen. Aber es hat auch seine guten Zeiten, seine guten Seiten. Es gibt bunte Blätter. Und ehrlich gesagt, ich mag auch mal so ein bisschen stürmisches Wetter. Und so die drei Tropfen Regen, die so runterkamen, bis auf zwei, dreimal richtig schütten, tun unserer Landschaft jedoch auch so richtig gut. Jo, das war's dann mal für heute. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer hier auf Burgheide News TV. Euer Lutze. Und tschüss. Wow, 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 wow